Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Wir bauen. Jetzt habe ich gerade meinen Bleistift aus der Hand verloren. Gut. Dann kann ich auch die Wachpatrouillen hier abziehen. Die Route bleibt natürlich da, aber die Patrouillen gehen weg. Da brauche ich dann auch keiner mehr, wenn hier keiner mehr ist. So. Alles klar. Das bedeutet, die können sich jetzt um andere Sachen kümmern. Ist hier schon jemand eingezogen? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Das bedeutet, wir werden hier jedoch die Patrouillen wieder aktivieren. Auf jeden Fall mal zwei. Und dann schauen wir mal, ob hier schon jemand drin ist. Kommen Sie. Zack, zack. Ja, da ist schon jemand drin. Sehr schön. Sehr schön. Wie sieht es da oben aus? Okay, wir können dann auch noch hier zwei schließen. Ja, wir könnten eigentlich drei schließen. Dann machen wir das. Eins, zwei, drei. Schließen wir drei. Ah. Dann können wir auch gleich die Wachpatrouillen abziehen. Okay. Die werden jetzt alle hier mal rübergebracht. Und wie auch immer. Los geht's. Aber ich glaube, wir haben für alle Platz. Oder? Glaube ich jetzt schon. Können das jetzt ruhig entriegeln. Das spart uns ein bisschen Zeit. Die bekommen auch Essen hier herüben. Was ist mit dir? Drugs, ja, du willst Drogen, das kriegst du aber nicht. Punkt, fertig, aus. So. Was ist jetzt los? Hier brennt es. In der Küche ist Feuer ausgebrochen. Was ist mit meinen Sprengklammern los? Löscht das doch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's los. Fire Engine. Oh, 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 das brennt da raus. Das ist gar nicht gut. Öffnet doch das Tor. Was ist mit dem Rettungswagen da? Mitkommen. Ah ja, die Sprengler haben das alles jetzt erledigt, oder? Sehe ich das richtig?
aus. Nee, da rein. Haben die keinen Platz da? Nee, das war jetzt vorbei. Das Feuer ist vorbei, ihr könnt wieder nach Hause fahren. Hab alles selber im Griff. Gut, wir müssen das jetzt wieder reparieren. Zack, zack, zack. Auch in der Versorgung. Alter, ist das ein Wirrwarr. Versorgung sieht es aber auch gut aus. Da ist nur ein Herd kaputt. Das passt also. So. Das ist gefährlich, was der da macht. Der läuft da einfach herum, ohne. Wenn der den jetzt überfällt, dann haben wir einen richtigen Terror. Das meine ich eben mit den Schusswaffen. Wenn ich sie im Gefängnis habe, dann können sie auch die Insassen nehmen und ja, dann sieht alles andere als gut aus. Die Handvoll Leute bringen wir hier und nicht mehr unter, oder? Doch. Natürlich. Er war locker. Ne, Einsatz. Dann werden wir eben diesen Bereich hier auch als Normalsicherheitstrakt hernehmen. Die Kantine werden wir als Normalsicherheitstrakt hernehmen. Das ist jetzt alles Normalsicherheitstrakt. Also ihr könnt hier nicht mehr rein. Die Wäscherei natürlich. Die Tür natürlich. Der Besucherraum natürlich. Ach so, nein, das war jetzt Blödsinn. Die Bücherei, die Krankenstation, der Gemeinschaftsraum, der gehört alles. Na, obwohl, die Krankenstation ist allgemein. Der Besucherraum ist. Höchstsicherheitsraum. Gibt es da jetzt noch eine Stufe? Okay. Sehr interessant. So. Gut. Wir haben hier die Versorgung. Da glaube ich, laufen auch die elektrischen Leitungen durch. Genau so ist es. Wir müssen das und so auch rauf. Und runter fahren wir dann da rein. Dann brauchen wir natürlich ein paar Lampen, um das Ganze hier ein bisschen heller zu gestalten. Natürlich, wenn ich dann hier die Lampen drüben habe, dann brauche ich auch hier einen Strom. Sonst geht das gar nicht. Was ich dann noch haben möchte, ist bitte im Gemeinschaftsraum sollte jemand sein, in der Kapelle sollte jemand sein. Hier sollten immer zwei sein. Und am Yard. Nee, da mache ich eine Wachpatrouille.
Auf jeden Fall sollte hier einer rumlaufen. Und hier sollte einer rumlaufen. Das wäre mir natürlich sehr recht, wenn das so passieren würde. Weiß ich nicht, ob hier einer reicht oder ob ich hier mehr brauche. Das ist immer so eine Frage. Aber wir werden jetzt demnächst mal wieder eine Razzia machen. Der braucht nur Schlaf. Ich glaube, der Umzug ist vollstreckt. Es ist keiner mehr in der Mitte. Das ist sehr schön. Einsatz von den Patrouillen. Wir können hier auch dann die zwei wegmachen. Wir brauchen die zwei jetzt gerade momentan nicht mehr. Ja, die Hundepatrouillen, ja, die lassen wir jetzt mal. Oder? Ja, die lassen wir. Würde ich jetzt schon so sagen. Und wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Tschüss!